Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute über dieses Schichtenmodell weitersprechen, über diesen Protokollstapel. Und wir wollen dabei über OSI-7 vor allem sprechen. Gell? Wir haben schon mal gesagt, OSI-7, das ist eigentlich kein Protokollstapel, der implementiert wurde, sondern das ist ein Referenzmodell. Gell? Also das ist eher eine akademische Sichtweise. Gell? Aber es ist wichtig, wenn man so Protokolle oder Protokollstapel sogar entwickelt, dass man dieser Sichtweise folgt, damit man eben die Aufgaben, die einem dargestellt werden, dann alle versteht und dann ja auch weiß, was da passiert und was da alles zu implementieren ist. Gell? Ja, wie ist das abgelaufen? Das ist man schreibt so 1977 als Stichjahr, gell, ab dort entwickelt worden und ist dann so, dann 6, 7 Jahre später abgeschlossen gewesen. Gell. Und das ist eigentlich zu der Zeit entstanden, als auch, dass diese BIB entwickelt worden ist. Gell. Also wir haben mal gesagt, dass diese BIB so ab 1974 ungefähr entwickelt worden. Und der Abschluss, viele setzen das Jahr 1983 dann als Abschluss, gell, weil dort hat man das alte ARPANET und die alten Protokolle abgeschalten und es ist alles auf diese BIB umgestellt worden. Gell. Also es war eine Entwicklung über 9 Jahre, das war eine lange Geschichte. Gell. Und dieses OSI-Modell, das ist dann eben auch zu der Zeit entstanden, etwas später gestartet und ungefähr gleichzeitig fertig geworden. Gell? Also es hat auch so Ideen gegeben, gell, dieses OSI-7 auch mal zu implementieren. So. Also ja, nach diese BIB, gell, also nachher, gell, nachher wird es dann das OSI-7-Netz geben. Gell? Kann schon sein. Gell? Also ich werde dann vielleicht in Pension sein, gell? Das kann schon sein. Und dann machen sie das OSI-7. Gell? Also vielleicht ihr oder ich weiß ja nicht, irgendjemand wird das schon machen. Gell? Ja, auf jeden Fall. Das war so die Zeit. Gell? Also, wenn wir so schauen, das ist also ungefähr 40 Jahre alt. Gell? Also 40 Jahre, das wirkt jetzt viel. Gell? Aber wenn man denkt, das ist also die Zeit, als das Internet dann entstanden ist, gell? Und sich dann verbreitet hat. Gell? Zuerst in den USA, gell? Also America First. Gell? Und nachher dann halt ein bisschen auf der ganzen Welt, gell, und dann auch bei uns, gell, und auch in Südtirol, gell, also so, ja, so ab den 90er Jahren ist dann aufgegangen, gell, okay, haben wir dann Internet bekommen, und uns interessieren jetzt diese einzelnen Schichten im Protokollstapel, gell, und zwar, wenn wir da mal runtergehen, hier haben wir diese schöne Tabelle und hier haben wir diese Schichten einmal mit OSI-7 dargestellt und dann gleich schon im TCP-IP-Protokollstapel gegenübergestellt. Gell? Und da sehen wir dann, wir haben bei OSI, gell, OSI-7 Schichten, während wir bei TCP-IP nur 4 Schichten haben. Gell? Und wenn wir da mal schauen, die Schichten, die 1:1 zusammenpassen, das sind eben diese zentralen Schichten. Gell? Also das, was bei OSI-7 Schicht 3 ist und Schicht 4, das wird in TCP/IP dann auch 1:1 übernommen. Gell? Alles, was darunter ist, sagen Sie bei TCP/IP ganz pragmatisch, das Netz zu Zugang. Gell? Das muss sein, gell? Aber das können auch unterschiedliche Technologien sein. Und das war eine sehr gute Idee, dass man dann damals gesagt hat, wir haben einen Protokollstapel, wir brauchen zentrale Protokolle, aber wie wir darunter aufs Netz zugreifen und was unser Netz ist, Das lassen wir mal dahingestellt sein, gell? Kann es auch mehrere Sachen geben. Und das war eine gute Entscheidung, gell? Weil das war dann die zukunftssichere Entscheidung, wo man dann irgendwann dann auch Technologien zugelassen hat und Netze zugelassen hat, die man damals vor 40 Jahren nicht gekannt hat, gell? Also das war eben das Interessante daran, gell?
Und unter oberhalb dieser zentralen Schichten sagen Sie bei TCP/IP einfach, ja, alles, was darüber ist, ist Anwendung. Geil. Ja, schön, Anwendung. Und wer macht die Anwendung? Der Programmierer. Geil. Und zwar um diese Anwendung kümmert sich dann wirklich der die Software schreibt, die dann die Kommunikation macht. Geil. Also es kann auch von, ja, also irgendwo vom Scratch, geil, also von der Basis her machen, geil. Oder er kann sich auch bestimmter Bibliotheken bedienen, geil. Oder er kann bestimmte Technologien einsetzen, geil, die also Dinge machen, die bei OSI 7 vielleicht schön getrennt sind, geil. Aber auf jeden Fall, das ist etwas, was in der Anwendung steckt, geil. Egal, ob das jetzt clientseitig oder serverseitig ist, das wird also auf dieser Ebene dann der Anwendung des Programms dann implementiert. Geil? Egal, ob es der Programmierer macht oder ob er auch Bibliotheken dazu verwendet. Die zentralen Schichten, also dieses, ja, der Network Layer, geil, oder der Transport Layer, wer macht denn die? Geil? Das ist auch Software, das ist nicht Hardware, das ist Software. Geil? Und diese Software hat auch jemand programmiert. Aber diese Software, die steckt nicht im Programm drinnen, in der Anwendung. Diese Software, die steckt normalerweise im Betriebssystem. Geil? Also, wir haben ja mal bei den Aufgaben des Betriebssystems aufgeschrieben in Technologie und Planung, das Betriebssystem stellt das Netzwerk zur Verfügung. Geil? Und was, ja, da haben wir nicht erklärt, was man damit gemeint hat. Geil? Aber das Betriebssystem stellt eben die zentralen Schichten des Netzwerkstapels oder des Protokollstapels zur Verfügung, gell? Und ja, das ist also Software, gell? Und darunter ist Netzzugriff. Und Netzzugriff umfasst jetzt mehrere Sachen. Das umfasst sowohl Physical Layer, wo wir also eine Sicht der Dinge haben, die bitbasiert ist, also einzelne Signale, gell? Als auch Dinge, die framebasiert sind, gell? Die also schon einen, ja, Sender und Empfänger auf Sicht kennen, gell? Okay, Data Link Layer, wir haben gesagt, da haben wir auch MAC-Adressen, gell? Und das alles ist Netzzugriff, gell? Das ist eine Technologie dann, die umfasst sowohl Hardware als auch Software, gell? Und die Software, die kann Hardware gebunden sein, gell? Die kann aber auch Teil des Betriebssystems sein, gell? Oder ist Teil des Betriebssystems und auch Teil der Hardware, gell? Also jemand sagt, ein wichtiger Teil dort unten ist vielleicht der Treiber, gell? Der Treiber, der die Netzwerkkarte zum Laufen bringt, gell? Also das ist dann auch Software, gell? Vielleicht nicht unbedingt Teil des Betriebssystems, gell? Aber systemnahe Software und ganz, ganz eng im Betriebssystem dann verwurzelt, gell? Ja, dann schauen wir mal diese Schichten. Gehen wir mal die Schichten laut OSI 7 durch. Und zwar die unterste Schicht, gell? Das ist dieser Physical Layer, gell? Zu Deutsch haben sie gesagt, ja, die Bitübertragung, gell? Okay? Ja, also Physical Layer sagt aus, was es ist, gell? Also das ist auch, jemand sagt dann auch manchmal, ja, das ist Hardware-Schicht, gell? Aber in der Übersetzung, gell, also zu Deutsch haben sie eben dieses Ding da, was übertragen wird, dem Bit, den Wert gegeben, gell? Also man geht in dieser Schicht die einzelnen Signale übertragen. Dazu braucht man die Hardware, gell? Aber dazu braucht es dann ja vielleicht auch, ja, vielleicht ist da auch in der Hardware eine Software drin oder auf jeden Fall eine digitale Elektronik, die dann mit der Hardware arbeiten kann, gell? Und wir haben ja auch schon Hardware gesehen, gell? Die hier unten ist, gell? Also ich habe gesagt, Kabelmaterial, gell? Solche Sachen sind dort unten, gell? Oder Repeater oder Hub, gell? Also das ist dann Hardware, die rein die Signale verstehen, Signale neu aufbauen, verstärken, gell? Also die wissen nichts vom Frame oder vom Wort, das wir übertragen. Die wissen nur etwas vom Bit, gell? Das ist dort unten, gell? Und das wird da unterschieden bei OSI 7. Und in der Schicht darüber, da haben wir dann den Data
Link Layer, gell? Also diesen Data Link. Und da haben wir eben schon ein Wort, ein Frame. Gell? Und dort haben wir dann schon eine Adressierung drinnen, eine Adressierung, die dann ja, ermöglicht, in der Nachbarschaft festzustellen, für wem das Paket dann vielleicht ist, gell, woher es kommt. Gell. Und wir haben hier auch eine Aufgabe, zwar eine Aufgabe, man spricht auch von der Kanalkodierung, wie stellen wir auf dem Kanal diese Wörter dar, gell, und wie sichern wir das ab. Gell. Also zu Deutsch sprechen wir auch von Sicherungsschicht. Gell. Also, das heißt, wir machen hier auch eine Kontrolle. Also das, wir haben da die Paritätsprüfung gesehen, das ist schon eine einfache Kontrolle. Gell? Oder etwas anderes ist eben dieses, ja, diese Synchronisation der Datenübertragung. Gell? Dass nicht der eine zu schnell ist und der andere zu langsam und dann passt es nicht zusammen, dann geht es nicht gut. Gell? Okay? Das ist, ja, das ist wie im Leben. Gell? Mhm. Also diese zwei müssen richtig miteinander kommunizieren, sonst funktioniert das nicht. Gell? Mhm. Also, was haben wir? Wir haben Physical Layer, die Sicht der Bits, Data Link Layer, gell, die Sicht der Wörter. Und im TCP-IP-Protokollstapel ist das alles Netzzugriff. Gell. Und wenn wir da schauen, da rechts haben wir verschiedene, ja, Protokolle und Technologien, gell, und da haben wir Verschiedenes drinnen. Gell. Da ist ein bisschen versteckt, gell, sieht man da nicht gut. Ethernet, gell, ist hier angeführt, gell, oder die ganze WLAN-Geschichte da, gell, okay. Also, das da sind dann Dinge, die hier unten sind. Und da gehört die Hardware-Spezifikation dazu, wie auch dann die Software-Spezifikation, wie man diese Dinge dann, diese Wörterübertragung, Frameübertragung und die Synchronisierung und das alles dann auch durchführt. Gell? Ja, da sehen wir dann Dinge, die sind nicht nur LAN-bezogen, sondern auch außerhalb oder dieses Token-Ring. Gell? Also da, gell, Geschichte ist wichtig im Leben. Gell? Okay. Mhm. Ja, okay. Und wenn wir hier das jetzt verlassen, gell, oder na, was haben wir hier noch an Hardware drinnen? Genau, Layer 2 haben wir gesagt, eben Switches, gell, und Bridges, gell, vor allem Switches halt. Aber was wir dort unten auch haben, sind diese ja, Hardware-Dinge, mit denen wir Schnittstellen da machen, wie wir aufs Netz zugreifen. Gell, also eine Network-Interface-Karte, die Netzwerkkarte, gell, oder ein Modem zum Beispiel, gell, wie wir dann, ja, beim Provider einsteigen, gell? Also das da ist dann ein Gerät, das eben hier in dieser Layer 2 dann auch beheimatet ist, gell? Also ist die Hardware enthalten, ist aber auch diese Software enthalten, gell? Um die Wörter zu verstehen, gell? Mhm. Und wir sagen einfach jetzt Zugriff dazu, gell? Mhm. Ja, also wenn wir jetzt eines höher gehen, jetzt wird es interessant, und zwar Layer 3 ist der Network Layer, gell? Network Layer, gell, also da sprechen sie auch vom Internet dazu, gell, zu Deutsch, aber die meisten sagen schon Network Layer, auch bei TCP/IP. Und zwar der Network Layer. Der Network Layer, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und zwar der Network Layer hat eine Hauptaufgabe. Und zwar der Network Layer, gell, der ist der, der mit der IP-Adressierung, gell, also meistens IP-Adressierung, wenn wir mit TCP/IP unterwegs sind, gell. Und das ist ja eine ganz interessante Sache, weil da gibt es eine Geschichte dazu, das ist nicht nur eines vom Anfang bis zum Ende, gell, das ist auch eine Entwicklung. Und mit dieser Adressierung ist jetzt möglich, eine globale, ja, eine globale Übertragung der Pakete zu machen. Gell? Okay, wir reden da auch von paketorientierter Kommunikation, das heißt, es wird da nicht ein Datenstrom von bis dann übertragen, sondern es werden Pakete übertragen. Gell? Und dazu braucht man eben ein Adresssystem, das global ist. Und dieses globale Adresssystem basiert nicht auf den MAC-Adressen, die wir auf Layer 2 haben, gell? Sondern es basiert auf Adressen, die eben die IP-Adressen dann eben sind, gell? Wenn wir diese IP-Stapel sind. Gell? Mhm. Und das ist jetzt ganz interessant, und zwar beim Router haben wir ja schon
diese Darstellung gesehen. Eine Darstellung, wo wir beim Sender und Empfänger alle sieben Schichten haben. Also Sender und Empfänger müssen das komplette Protokoll verstehen. Und dazwischendrin haben wir ein Netz. Und das Netz dazwischendrin implementiert die ersten drei Schichten. Und zwar brauchen wir ja im ganzen Netz die Hardware. Also ohne Hardware würde ja kein Netz funktionieren. Scheinleuchtend, gell? So, im ganzen Netz dazwischen, zwischen Sender und Empfänger, brauchen wir aber auch Layer 2, weil wir ja hier nicht die einzelnen Bits vom Sender zum Empfänger bringen, sondern alles dazwischen muss ja ein ganzes Wort lesen und dafür sorgen, dass die ganzen Wörter einmal bestätigt werden, dass diese richtig sind, gell? Und dann eben auch wieder zusammengebaut werden, gesammelt werden, gell? Und das ist jetzt das Interessante, die globale Adressierung ist ja nicht im Layer 2, sondern die haben wir im Layer 3. Und im Layer 3, da haben wir gesagt, das sind die Router zu Hause, gell? Das sind die, die sich auskennen im Netz, gell? Das sind die Navigatoren im Netz, gell? Also das ist wie der TomTom, gell? Im Auto, gell? Mhm. Der TomTom kennt sich auch aus, gell? Und die Router, die kennen sich im Netz aus auch, gell? Also die wissen, woher kommen die Pakete und wohin müssen die Pakete, gell? Also die Router nehmen das, gell? Und schauen da drauf und was machen die Router? Die Router senden die Pakete auf den richtigen Wegen weiter. Das ist die Hauptaufgabe eben dieser dritten Schicht. Gell? Und das Routing ist die Hauptaufgabe schlechthin. Gell? Also da gibt es noch andere, also Adressübersetzungen noch zum Beispiel und. Gell? Aber das Routing, das ist die zentrale Aufgabe. Gell? Und wenn wir da mal schauen, die deutsche Übersetzung, gell, die nimmt sich wieder die Aufgabe her, und zwar sagen sie, das ist die Vermittlung. Gell, okay? Also das ist die Schicht, die schaut, dass die Pakete, gell, vom Empfänger zum Sender über die einzelnen die Hubs, gell, eben drüber kommen, dass sie immer richtig weitergegeben werden. Gell? Und das ist dieser zentrale Punkt. Und dieser zentrale Punkt ist so zentral, dass wir den TCP/IP-Protokollstapel auch als eigenen, als eigene Schicht haben, als eigenen Layer. Gell? Ja, und da haben wir Protokolle. Und das berühmteste und das wichtigste ist das IP-Protokoll, das Internet-Protokoll. Gell? Und da haben wir dann drinnen eben die IP-Adressen, damit das Protokoll arbeiten kann. Gell? Da ist da zum Beispiel auch angeführt das IPX, gell? Das ist ein altes Protokoll aus unserem geliebten Novell-Netzwerk. Gell? Und da hat man eben auch einen eigenen Protokollstapel gehabt mit eigenen Protokollen in eigenen Layer. Gell? Ja. Und was haben wir gesagt? Was ist bei den Protokollen wichtig? Dass sie standardisiert sind. Gell? Mhm. Gell? Und die Novell hat gesagt, gell, wir sind die Novell, wir sind wir, gell? Mhm, gell? Haben eigene Protokollstapel gehabt, gell? Und was ist denn passiert? Sie sind untergegangen, gell? Ja. Mhm. Während andere, gell, die haben sich da so nach der Reihe alle angepasst und heute haben wir praktisch nur mehr diese TCP/IP oder fast ausschließlich diese TCP/IP-Protokollstapel oder doch drinnen, gell, etwas. Und die Novelle ist gestorben dran, gell? Hat sich nicht angepasst, gell? Mhm. Oder zu spät, gell? Das hat dann schon Novelle dann in den späten Jahren auch mit TCP/IP gegeben, gell? Aber es war zu spät, gell? Fertig, aus, Schluss. Mhm. Jo. Also, hier in dieser Schicht, gell, haben wir Pakete, gell? Also das ist etwas für die Logistiker dann, gell? Die bringen auch die Pakete, gell? Mhm. Ja, und aber wir als Programmierer, machen wir die Pakete? Nein, wir machen die Pakete nicht. Sondern wir als Programmierer, wir haben ja gesehen, wie wir zum Beispiel mit der Pipe arbeiten. Gell? Da geben wir auch irgendwo einen Descriptor bekommen vom System. Und dann können wir hineinschreiben oder herauslesen. Und beim Networking haben wir so ein ähnliches Konzept.
beim Networking brauchen wir auch eine Schnittstelle zum Netzwerk, wo wir etwas hineinschreiben können oder etwas herauslesen können. Gell? Und diese Schnittstelle geht aber nicht auf Schicht 3, sondern die geht auf Schicht 4 zu. Das heißt, die Software, die Anwendung, die greift auf Schicht 4 zu. Das heißt, dass wir zwischen Schicht 3 und Schicht 4 eine Schnittstelle haben müssen. Und diese Schnittstelle ist die Schnittstelle, mit der ein Programmierer auf das Netzwerk zugreifen kann. Also ein Programmierer kann mit dieser Schnittstelle auf Layer 4 zugreifen. Er kann auch Bibliotheken benutzen, das machen die Bibliotheken dann für ihn. Aber im Prinzip hat der Programmierer eine Schnittstelle. Und diese Schnittstelle, das sind die sogenannten Sockets. Das ist die berühmteste Schnittstelle. Gell? So, schauen wir mal die Sockets. So, diese Sockets, mit denen werdet ihr euch in der vierten Klasse herumschlagen. Gell? Diese Sockets, das ist die Schnittstelle in Schicht 4 hinein. Gell? Also man könnte ja auch in Schicht 3 hineingreifen, aber wer macht das? Das macht der Systemprogrammierung macht und vielleicht einen Teil des Betriebssystems implementiert. Oder ein Protokoll hier implementiert. Der braucht dann die Schnittstelle in die dritte Schicht hinein. Gell? Okay? Aber der Anwendung, egal ob Client oder als Server implementiert, der geht nicht in die dritte Schicht hineingreifen, sondern der greift auf die vierte Schicht zu. Gell? Und das kann man eben mit diesen Sockets da machen. Gell? Ja, und aber jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, was also die vierte Schicht macht. Gell? Die vierte Schicht stellt einem Programmierer eine Schnittstelle zur Anwendung hin zur Verfügung, mit der wir dann einen Deskriptor haben. Und auf diesen Deskriptor können wir Daten in Byte-Form einfach schreiben. Wir haben einen Datenfluss, wir haben einen Stream, sagen wir auch, gell? Und wir können also das dann, nachdem ein solcher Datenfluss geöffnet ist, einfach hineinschreiben, gell? Und aber wir haben gesagt, der Paketdienst, gell, im Layer 3, im Network Layer, der hat Pakete, gell. Also brauchen wir jemanden, der die Pakete macht. Und der die Pakete macht, das ist der Transport Layer, gell. Der Transport Layer, der garantiert nach oben hin, gell, also zur Anwendung hin, über die Schnittstelle, gell, dass wir einen Datenstrom schicken können. Und was macht er mit dem Datenstrom? Er holt das große Messer heraus, gell, und er geht den klein machen, gell, also in Pakete zerlegen. Gell. Und und was macht er mit denen? Denen geht er, ja, gibt sie weiter, den Network Layer. Gell. Was macht er? Ja, der Paket. Adresse hinaufkleben, gell. Und ab damit, gell. Okay, Paket für Paket. Gell. Also, das da unten, gell, Internetschicht, gell, also da Network Layer, gell, das ist wie bei der Post, da werden Pakete transportiert. Gell. Aber die Pakete machen, das tut man darüber, das macht der Transport Layer, gell, der geht den Datenstrom zerlegen. Und ja, da geht ihn nicht nur zerlegen, gell, da geht ihn dann auch wieder zusammenbauen. Gell. Also beim Sender, gell, wird der Datenstrom zerlegt, gell, und und drunter wird garantiert, dass die Pakete richtig übertragen werden und dann bekommen wir sie zurück. Und was machen wir dann damit? Dann gehen wir sie wieder zusammenbauen zu einem Datenstrom. Gell? Und da müssen wir natürlich aufpassen, gell, dass wir da nichts durcheinander bringen. Gell? Weil auf dem Weg durch die Netze, da kann schon sein, dass einmal ein Paket ein anderes überholt. Gell? Also das ist wie beim Rennautofahren. Ist auch einmal einer schneller als der andere. Gell? Gell? Und bei den Paketen, da ist nicht so, dass jeder den gleichen Weg nehmen muss. Einer fährt da lang, einer fährt da rüber. Gell? Also jemand fährt von Bozen nach Stechzing, sagt, ich fahre über Sagental. Gell? Der andere sagt, nein, ich fahre schon immer über Eisacktal, weil die Autobahn, die gefällt mir besser. Gell? Ja, das ist Geschmackssache. Gell? Und so ist das halt auch im Netz. Gell? Also die Pakete, die müssen nicht alle die gleichen Wege gehen. Gell? Wer entscheidet das?
das ist das Routing, gell, das Routing, gell, und wer macht das? Das machen die Router, gell, die Router entscheiden das, gell, die Router, die können sagen, okay, wir sind statisch, gell, immer gleiche Wege gehen, gell, also da ja nichts Neues ausprobieren, gell, weil es können aber auch so dynamisches Routing machen, gell, okay. Wir werden das also naja, in der dritten nicht betrachten, aber nächstes Jahr in der vierten werdet ihr dann über Routing sprechen, gell, und dann so Routing-Tabellen aufbauen und den Paketen damit beibringen, gell, wo die Wege hingehen, gell, das macht dann der die Schicht, gell, der Network-Layer. Der Transport-Layer macht die Pakete, gell, verschickt die Pakete, gell, indem er sie dem Network-Layer gibt, gell, und bekommt sie dann wieder zurück vom Network Layer. Das ist wieder Postler, der die Pakete bringt. Und wenn wir die Pakete aufmachen, müssen wir sie wieder richtig zusammenbauen. Gell? Wir müssen also schauen, dass die Reihenfolge stimmt, dass keine Pakete verloren gegangen sind. Gell? Wenn da ein Paket nicht kommt, gell, dann müssen wir uns wehren, gell? Müssen wir sagen. Gell? Gell? Ja. Und, ja. Oder dass ein Paket mal doppelt ankommt, gell, könnte ja auch passieren. Gell. Also können die fürchterlichsten Dinge passieren mit diesen Paketen in den Netzen. Gell. Und das machen eben dann die Protokolle im Transport-Layer. Und da gibt es ja, mehrere davon. Das berühmteste, das wichtigste, das ist dieses DCP. Gell, weil dieses DCP, das bietet genau diese Funktionalität, gell, vom Aufbau, gell, Unterhaltung bis zum Abbau einer Verbindung können wir immer Daten einfach hineinschicken. Gell. Und das TCP, das garantiert uns, dass das da funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kriegen wir eine Fehlermeldung. Wer kriegt die Fehlermeldung? Die Anwendung. Gell. Okay, das ist eine feine Sache. Kostet ein bisschen Energie, deswegen haben sie auch etwas Einfaches gemacht, wie zum Beispiel das UDP. Gell? Also das UDP, das ist dann so ein einfacheres Protokoll, ein einfacheres Transportprotokoll, weil das ist also nicht so garantiert, dass das alles korrekt und vollständig ankommt. Gell? Das sagt, ja, passt schon, gell? Immer weiter. Gell? Wenn etwas mal nicht richtig ist, wird schon nicht so genau sein. Gell? Ja. Und wer muss sich dann darum kümmern, wenn wir UDP verwenden, dass es stimmt? Wenn es nicht der Transport-Layer macht, dann muss es die Anwendung machen. Gell? Okay. Das heißt, dann bleibt es an uns hängen als Programmierer. Gell? Und da kann es vielleicht etwas geben, wo es nicht so genau ist. Gell? Also ja, ich habe da jetzt ja, so Sprachdinger da. Gell? Wenn da mal ein Paket verloren geht, dann knackt es halt mal, gell? Oder wenn wir eine Videoübertragung machen, gell, und das geht mal ein Frame verloren, gell, dann blitzt es halt mal, gell? Oder dann geht es schon wieder weiter, gell? Dann ist vielleicht nicht so genau, gell? Und UDP kann man da für solche Sachen einsetzen. Oder eben für Protokolle, wo der Anwender sich dann darum kümmert, dass es funktioniert oder nicht. Gell? Also wenn er keine Antwort bekommt, dann geht er davon aus, dass es verloren gegangen ist und der versucht es nochmal. Das kennt ihr ja. Das kennt ihr ja zum Beispiel von der Namensauflösung von DNS. Gell? Wenn man DNS-Abfrage macht, funktioniert es auch nicht immer. Manchmal kriegt man Fehlermeldung gell, beim Browser. Nochmal die Seite laden, dann funktioniert es. Hat sich jemand nicht darum gekümmert? Gell? Ja. Also UDP kümmert sich nicht um die Korrektheit. Gell? Das ist ja das, aber UDP ist schneller. Gell? Ja. Schneller ist es schon. Gell? Aber nicht besser. Gell? Sicherer, gell? Das ist TCP. Gell? Und ja, die Mehrheit des Datenverkehrs der Protokolle gell, basieren auf TCP. Und da haben wir wieder so was SPX, gell? Das ist so, jo, das ist oberhalb von IPX, gell? Das gehört zum Nobel-Protokollstapel, gell? Jo. Okay, auch vorbei, aus, Schluss. Nichts mehr mit Nobel. Jo. Und wenn wir jetzt dieses da haben, gell, wir haben gesagt, diese zentralen Schichten da, Layer 3, Layer 4, gell, Network Layer und Transport Layer, gell, die Layers, die sind im Betriebssystem drinnen. Gell. Und ja, da gibt es ja auch so ganz interessante Geschichten. Da gibt es ein Betriebssystem von Microsoft, gell, das ist ursprünglich ohne Netzwerkunterstützung
entstanden. Und dann ist eine Netzwerkunterstützung dazugekommen. Gell? Und das ist bei Windows 3 passiert. Gell? Also bei Windows 3, gell, da haben wir dann 3 und dann haben wir 3.1 bekommen. Und da haben wir dann plötzlich eine Netzwerkunterstützung gehabt. Gell? Und da hat es dann eine Bibliothek gegeben, die winsock.dll. Und mit dieser winsock.dll, da konnte man dann plötzlich ja, auf das Netzwerk zugreifen. Gell? Also da könnte man plötzlich eine Anwendung schreiben und das Netzwerk zugreifen. Gell? Das war doch schon eine lustige Sache. Gell? Und ja, das hat der Microsoft schon auch gefallen. Gell? Und böse Zungen sagen da, gell, dass diese WinSock-DLL, die kommt eigentlich vom BSD-Protokollstapel. Gell? Und ja, das ist nicht illegal, weil das hat die BSD-Lizenz erlaubt. Gell? Ja, das hat man also praktisch. Ich will nicht sagen kopieren, aber halt so, ja. Haben wir uns schon verstanden, gell? Okay? Ja, auf jeden Fall. Also haben wir ab dort auch unter Microsoft Windows dann einen Netzwerkzugang gehabt. Und zwar mit TCP/IP. Das war dann das Interessante, gell? Ja, was ist denn. Ah ja, und bei Unix, gell? Bei Unix, ja, Unix hat es das schon gegeben, gell? Also Unix hat also. Ja, in Unix-Systemen ist ab den 70er Jahren eben dieses TCP/IP implementiert worden, entwickelt worden und somit ist das bei Unix schon mit dabei gewesen. Gell? Und diese Schnittstelle auf dem Transport-Layer, da diese Sockets, gell? Die sind eben auch in diesem Unix-Bereich entwickelt worden. Gell? Und zwar kommen die vom BSD, von dieser Berkeley Software Distribution. Gell? Und diese Berkeley Software Distribution ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, gell? Aber die hat es uns erlaubt, dass wir dann diesen, ja, sagen wir mal, standardisierten Netzzugriff als Programmierer bekommen haben. Gell? Das war schon eine feine Sache. So, oberhalb von Schicht 4 haben wir jetzt die Anwendung. Gell? Alles das gehört eigentlich zur Anwendung. Und ja, jetzt fragen wir uns schon, gell, warum ist das alles Anwendung, wenn wir auf der anderen Seite, gell, bei OSI 7 drei Schichten haben. Gell? Und da kann man ja sagen, ja, die von OSI 7, die sind halt ein bisschen kleinlich. Gell? Oder aber die nennen die Dinge beim Namen und sagen, wenn wir eine, ja, ein Protokoll haben, das einen bestimmten Zweck erfüllt, das ist ja nicht nur das Programm, sondern eben auch die Aufgabe des Programms, der Kommunikation, das Protokoll, dann müssen wir mehrere Dinge betrachten. Und zwar geht es da einmal darum, die Session zu verwalten. Gell? Also Session verwalten, die Sitzung zu verwalten. Gell? Also da gehört so wichtige Sache dazu wie eine Authentifizierung. Gell? Also wenn man da Verbindung aufmacht, dann fragt er dich da, ja, wer bist denn du überhaupt, gell? Ja, eben, gell, der soll einmal fragen, der soll schon ein bisschen aufpassen, gell, weil da einfach nur so jeden da mal ein bisschen kommunizieren lassen, das ist nicht gut, gell, ja. Und da gehört eben dazu, so Sitzungen aufzubauen, gell, und während der Unterhaltung zu schauen, dass da nicht der Falsche plötzlich mitmacht, gell, und dann zum Schluss halt wieder abzubauen und dann sagen, jetzt ist Schluss gewesen, gell, fertig, aus, gell, ja, und ja, diese Sitzungsprotokoll oder dieser Sitzungsaufbau und Unterhaltung und Abbau, gell, das kann sehr elementar sein, gell. Das kann aber auch sehr komplex sein, gell, also das, ja. Und die nächste Schicht ist der Presentation Layer, gell, ja, der Presentation Layer, gell, zu Deutsch haben sie eben die Darstellungsschicht gesagt, gell, der Presentation Layer, der sagt, wie die Daten dargestellt werden. Und da können ganz kleine Sachen drinnen sein, wie zum Beispiel die Darstellung der Zahlen. Wir haben ja damals im Herbst gesagt, gell, bei den Zahlendarstellungen, gell, da gibt es ja dieses Big oder Little Endian. Gell. Ja, wie ist denn die Darstellung? Gell? Wie ist denn die Darstellung der Bits? So oder so? Gell? Oder wie ist denn die Darstellung der Bytes? So oder so? Gell? Was kommt denn zuerst? Das höherwertige Byte oder das niederwertige, das höherwertige Byte oder das niederwertige, gell? Solche Sachen, gell, die sind gefährlich im Netz, weil die sind hardwareabhängig, gell? Also wenn, ja, da gibt es ja Leute, die haben ein Apple, gell? Also ja, ein Finchke Handy, gell? Und so ein Apple, gell, der hat so einen anderen Prozessor drinnen als da vielleicht so eine Android-Geschichte, gell? Oder ein PC hat wieder einen anderen Prozessor drinnen, gell? Ja,
Ja, die Apple-PCs, die haben heute auch nur so Intel drinnen, gell? Das ist nicht wie früher, wo sie einen eigenen Prozessor gehabt haben, gell? Das ist heute immer noch dasselbe, gell? Fast, gell? Ja, der Prozessor schon. Und dann haben wir eben mobile Geräte, gell? Und ganz verschiedene. Und dann haben wir eben PCs und dann haben wir noch Großrechner, gell? Da sind die Zahlen vielleicht nicht alle gleich dargestellt, gell? Und das ist eine schlimme Sache, gell? Und da haben wir zum Beispiel geklärt im Presentation Layer, wie man mit Zahlen umgeht auf der Kommunikation, gell? Dass die also nach der Kommunikation auf einer anderen Hardware richtig verstanden werden, zum Beispiel. Oder eine andere Sache ist, wie wird Text dargestellt, gell? Wir haben ja im Herbst mal über Textdateien gesprochen und ja, das über Textdateien gesprochen, da haben wir auch gesehen, sie werden nicht in jedem System gleich dargestellt, gell? Und vor allem, wir haben ja so Code-Tabellen, gell? Da haben wir gesagt, da gibt es so, das hat mal den ASCII 7 Code gegeben, gell? Das war eine coole Sache, gell? Das war noch ein Standard, gell? Ja. Und dann sind die Europäer gekommen und gesagt, ja, wir haben schon ein paar Zeichen, die sind in ASCII 7 nicht drin, gell? Deutschen haben gesagt, ein Umlaut gehört auch hinein, gell? Und die Italiener haben so Apostrophen und so Dinge drauf gemacht, gell? Die Spanier auch so Wellen, gell? Ja, so richtig so, ja, gell? Und ja, da hat nicht mehr Platz gehabt in ASCII 7, gell? ASCII 7, das ist, haben die Amerikaner gemacht und gesagt, America first, gell? So, das mit den europäischen Zeichen ist nicht so wichtig, gell? Aber mit der Zeit sind dann halt andere Code-Tabellen zugekommen, gell? So ISO irgendetwas der Wellen, gell? Und dann sind sogar die Asiaten gekommen und gesagt, wir haben ganz viele Zeichen, gell? Was macht man jetzt, gell? Ja, dann war Schluss mit lustig, gell? Dann war nichts mehr mit ein paar Tabellen machen, ja, und dann sind halt nicht alle gleich, gell? Aber sind alle im 8-Bit-Tabellen, gell? Also mit 256 Zeichen sind die Europäer alle zufrieden dann, gell? Haben vielleicht nicht alle dieselbe Tabelle, gell? Jo, und dann sind die Asiaten gekommen, haben wir 16-Bit-Tabellen gebraucht, gell? Genau. Und das da, gell, das ist dann Presentation Layer, wie gehen wir die Zeichen darstellen, gell? Ja, weil hier und dort sind nicht immer die gleichen Softwaregeschichten, gell? Stellt euch vor, ich habe so einen Unix-Server mit einer ganz besonderen Architektur, gell? Und dann greift es mit der Windows-PC drauf zu, gell? Pfui, Teufel, gell? Schon die Tabelle an der Zeichen anders, gell? Ja, das muss man da übersetzen, gell? Das macht der Presentation Layer. Oder aber was anderes. Bei der Übertragung, da werden die Informationen nochmal versteckt. Dazu werden die Daten verschlüsselt, gell? Und zwar so verschlüsselt, dass der niemand hineinschauen soll, gell? Ja, da gibt es ja so HTTPS oder so, ja, das ist ganz berühmt, das mit so SSL-Protokoll drüber, gell? So, gell? Niemand kann hineinschauen, gell? Oder kann schon hineinschauen, versteht aber nichts, es ist nur Chaos drin, gell? Gell? Nur der Sender und der Empfänger, die wissen, wie man damit umgeht, gell? Ja, das gehört zum Presentation Layer, gell? Oder aber, es gibt auch Protokolle, die erlauben es, dass die Übertragung komprimiert wird, gell? Das kann sinnvoll sein, gell? Wenn also die Daten, die Text sind vielleicht, gell? Sehr umfangreich sind, gell? Und wir gehen sie komprimieren, gell? Da kriegen wir dann eben viel weniger Daten, aber wir haben denselben Inhalt drinnen, noch die gleiche Information. Das ist eine feine Sache, gell? Oder wenn wir da Übertragungen haben, wie zum Beispiel so, ja, Audio, Video, gell? Und wir gehen da zwar verlustbehaftet übertragen, aber sparen uns dafür sehr viel Bandbreite, gell? Das ist dann eine feine Sache, gell? Sogar beim Fernsehen haben wir es gemacht, gell? Also das digitale Fernsehen, das spart, gell? Ja, und das ist Presentation Layer, gell? Und der kümmert sich um die Darstellung der Daten, ohne dass eben die Daten verändert werden, gell? Ja, okay, bei Kompression ist vielleicht verlustbehaftet, aber sollte schon noch erkennbar sein, gell? Ja, und ganz oben, da ist endlich die Application, gell? Das, was bei TCP/IP die letzten drei Layers sind, gell? Und ja, das, was da Session und Presentation ist, gell? Das ist bei TCP/IP einfach mit drinnen, gell? Aber es ist jetzt der Application Layer. Der Application Layer, der beschreibt das Protokoll, das wir brauchen, um die Anwendung dann zu implementieren.
Und zwar, wir könnten ein eigenes Protokoll definieren, weil das wäre auch möglich. Oder aber wir verwenden je nach Aufgabe ein Protokoll, das es vielleicht schon gibt. Gell? Und da müssen wir halt die RFC studieren. Gell? Und wenn wir die RFC studiert haben, gell, die dazugehört, dann können wir das Protokoll schreiben. Gell? Und da sind ja ein paar Beispiele. Und zwar ganz oben als erstes haben sie HTTP angeführt. Gell? Also ist es Hypertext Transfer Protokoll, gell, was wir fürs Web brauchen, gell. Oder ja, FTP, File Transfer Protokoll oder HTTPS, gell, also HTTP, das verschlüsselt ist, Secure dahinter, gell. Oder SMTP, gell, zum Versenden der E-Mails, gell. Das sind also so Anwendungsprotokolle oder Application Layers. Das ist nicht das Programm. Das ist das Protokoll, das wir brauchen, um einen bestimmten Dienst dann benutzen zu können. Gell? Und wenn wir dann ein Programm schreiben, dann müssen wir das Protokoll einhalten. Gell? Und dann müssen wir also dieses Protokoll studieren. Wenn wir da ein Mail-Client schreiben wollen und wir wollen das eine Mail verschicken, dann müssen wir das SMTP einhalten. Gell? Und was muss man da machen? Ah, da muss man die RFC studieren gehen. Gell? Also, da muss man also die RFC studieren gehen und dann kann man das programmieren. Gell? Okay? Also, da hat man so 100 Seiten Protokoll, Definition zu diesem SMTP. Gell? Und da haben wir eben mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Gell? Entweder gehen wir das zu Fuß machen, also selber machen. Gell? Und da können wir mit den Sockets auf diesen Layer 4 zugreifen, auf den Transport Layer. Gell? Oder aber ihr habt vielleicht eine Bibliothek, die euch hilft. Und dann könnt ihr einfach nur ein paar Bibliotheksaufrufe machen. Und die Bibliothek macht dann den Zugriff nach unten. Gell? Und ja, da hängt es jetzt davon ab. Gell? Also wenn man standardisierte Protokolle verwendet, die hat jemand vielleicht schon in eine Bibliothek gefasst, dann können wir das mit der Bibliothek machen. Wenn wir selbst ein Protokoll schreiben, also ein eigenes Anwendungsprotokoll entwickeln, da kommen wir nicht rundherum. Dann müssen wir über irgendwelche Schnittstellen auf den Transportlayer zugreifen. Gell? Ja, also das ist jetzt so in Kürze das gewesen, was eben OSI 7 ist, gell? Oder TCP/IP, gell? OSI 7, 7 Schichten, TCP/IP. Vier Schichten, gell? Und wer hat es gemacht, gell? Also Netzwerk Zugriff, das hat Hardware plus Betriebssystem plus Treiber der Hardware, gell? Network Layer und Transport Layer, gell? Das ist im Betriebssystem, gell? Und Anwendung, gell? Oder Application Layer mit Presentation and Session. Gell? Wir hatten das gemacht. Das hat der Programmierer gemacht, der die Anwendung macht. Gell? Oder er benutzt dazu dann auch Bibliotheken, die er aufrufen und verwenden kann. Gell? Ja, das ist in Kürze das gewesen, was diese 7 Schichten darstellen. Gell? Wir werden heuer dann noch ein bisschen was zur Adressierung machen, gell? Und wie man das vielleicht ein bisschen verwenden kann, gell? Ein paar Tools. Aber der Spaß geht dann eigentlich nächstes Jahr erst wieder richtig los im September, gell? Jo, auf Wiedersehen.